Jugend ohne Gott, Kapitel 9. Die marschierende Venus. Die Sonne kommt, wir stehen auf, wir waschen uns im Bach und kochen Tee. Nach dem Frühstück lässt der Feldwebel den Jungen der Größe nach in Reihen antreten. Sie zählen ab, er zählt sie ein, in Züge und Gruppen. Heut wird noch nicht geschossen, sagt er, heut wird erst ein bisschen exerziert. Er kontrolliert scharf, ob die Reihen schnurgerade stehen. Das eine Auge kneift er zu. Etwas vor, etwas zurück. Besonders der dritte dort hinten. Der steht ja 1 Kilometer zu weit vorn. Der dritte ist der Z. Wie schwer er sich einreihen lässt, wundert mich. Und plötzlich höre ich die Stimme des N. Der fährt Z an. Hierher, Idiot. Na, 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 meint der Feldwebel. Nur nicht grob werden. Das war mal, dass man Soldaten beschimpft hat, aber heute gibt es keine Beleidigung mehr. Merkt ihr das, ja? Der N schweigt, er wird rot und trifft mich mit einem flüchtigen Blick. Jetzt könnte er dich aber gleich erwürgen, fühle ich, denn er ist der Blamierte. Es freut mich, aber ich lächle nicht. Regiment Marsch, kommandiert der Feldwebel. Und dann zieht es davon, das Regiment. Vorne die Großen, hinten die Kleinen. Bald sind sie im Wald verschwunden. Zwei bleiben mit mir im Lager zurück. Ein M und ein B. Sie schälen Kartoffeln und kochen die Suppe. Sie schälen mit stummer Begeisterung. Herr Lehrer, ruft der M plötzlich. Schau mal, was da anmarschiert kommt. Ich schaue hin. In militärischer Ordnung marschieren etwa 20 Mädchen auf uns zu. Sie tragen schwere Rucksäcke und als sie näher kommen, hören wir sie singen. Sie singen Soldatenlieder mit zirpendem Sopran. Der B lacht auf. Jetzt erblicken sie unser Zeltlager und halten. Die Führerin spricht auf die Mädchen ein und geht dann alleine auf uns zu. Circa 200 Meter. Ich gehe ihr entgegen. Wir werden bekannt. Sie ist die Lehrerin einer größeren Provinzstadt und die Mädchen gehen in ihre Klasse. Jetzt wohnen sie im Schloss. Es sind also dieselben, vor denen mich der Herr Pfarrer warnte. Ich begleite meine Kollegin zurück. Die Mädchen starren mich an wie Kühe auf der Weide. Nein, der Herr Pfarrer braucht sich keine Sorgen zu machen. Denn alles, was ist, einladend sehen die Geschöpfe nicht aus. Verschmitzt, verschmutzt und ungepflegt bieten sie dem Betrachter keinen erfreulichen Anblick. Die Lehrerin scheint meine Gedanken zu erraten. Sie ist also wenigstens noch in puncto Gedankenlesen ein Weib und setzt mir Folgendes auseinander. Wir berücksichtigen weder Flitter noch Tand. Wir legen mehr Wert auf das Leistungsprinzip als auf das Darbietungsprinzip. Ich will mich mit ihr nicht über den Unwert der verschiedenen Prinzipien auseinandersetzen, sage nur, aha, und denke mir, neben diesen Abenteuern ist ja selbst der N noch ein Mensch. Wir sind eben Amazonen, fährt die Lehrerin fort, aber die Amazonen sind nur eine Sage, doch ihr selber seid leider Realität. Lauter missleitete Töchter der Eva. Julius Caesar fährt mir ein. Er kann sich für keine rucksacktragende Venus begeistern, ich auch nicht. Bevor sie weiter marschieren, erzählt mir die Lehrerin noch, die Mädchen würden heute Vormittag den verschollenen Flieger suchen. Wieso? Ist denn einer abgestürzt? Nein, das verschollene Flieger suchen sei nur ihr neues, wehrsportliches Spiel für die weibliche Jugend. Ein großer weißer Karton wird irgendwo im Unterholz versteckt. Die Mädchen schwärmen in Schwarmlinie durch das Unterholz und suchen den versteckten Karton. Es ist für den Fall eines Krieges gedacht, führt sie noch erläuternd hinzu, damit wir gleich eingesetzt werden können, wenn einer abgestürzt ist. Im Hinterland natürlich, denn die Weiber kommen ja leider nicht an die Front. Leider. Und dann zieht sie weiter in militärischer Ordnung. Ich sehe ihnen nach. Vom Marschieren wurden die kurzen Beine immer kürzer und dicker. Marschiert nur zu, Mütter der Zukunft.